Das Dreckszeug ist das Dreckszeug ist das Dreckszeug ist das Dreckszeug ist das Dreckszeug 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 Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Eigentlich so gut wie bei jeder Droge, die neu auf den Markt kommt oder irgendwie neu in den Medien erwähnt werden, wird gesagt, beim ersten Mal konsumieren wird man sofort abhängig. Und je härter die Droge ist, umso eindringlicher ist die Warnung. Ja. Das Problem ist, natürlich ist es nicht so, dass es gleich beim allerersten Mal abhängig macht. Man könnte es schaffen, sofort das bleiben zu lassen. Nur wenn du jemanden trägst, der Drogenerfahrung hat, stärker, also mehr Drogenerfahrung hat, und sagen wir mal, jemand, der Crystal nimmt, ja, und du fragst den, und der ist schon echt hardcore abhängig, dann würde der sagen, ja klar, beim ersten Mal, weil der ist ja abhängig, straight durch. So würde ich tatsächlich sagen, ja, Kokain macht beim ersten Mal Konsum abhängig, aber nur, wenn du es zulässt. Das ist bei jeder Substanz so. Jede braucht etwas länger oder kürzer, um einen an sich zu wenden. Ich fange jetzt mal bei dem offensichtlichsten an und was wirklich sehr hart ist, das ist Nikotin. Weil die Leute, die früher Zigaretten geraucht haben, jeder, der aufgehört hat, wird es zugeben und auch sagen, dass es nicht geschmeckt hat. Ja. Die Wirkung von der ersten Zigarette ist, dass es einem schwindelig wird. Und ein bisschen schlecht. Aber ab da ist sofort das kleine Männchen, das dich dazu zwingt, das nochmal zu machen. Und schon bei der dritten Zigarette ist das vorbei. Und ab da war bei uns früher so immer das, oh, der ist erwachsen, der wird schon jetzt schwindelig, wenn er eine raucht. Das ist Blödsinn. Das hat nichts mit Erwachsensein zu tun. Ja, sondern einfach mit der Sucht und abhängig sein. Nikotin ist total, boah, richtig krass. Und genauso schnell ist es bei Crack zum Beispiel. Wenn du da einmal ziehst, dann ist das wie ein Orgasmus vom Glücksgefühl her. Ganz schneller Rush, das ist ganz schnell da und boah, voll, der Kopf explodiert von der Gedanken, wenn die Dosierung richtig ist. Dann ist das richtig ein geiles Gefühl. Mir ist es so, es hält nicht lang an, hey, vielleicht so 10 Minuten, Viertelstunde. Und dann kommt der Upturn. Das heißt, du fühlst dich überhaupt nicht mehr gut, sondern richtig schlecht. Und dass da, wo gerade auch das warme Glücksgefühl war, ist es plötzlich so kalt und kühl und abturnend und schlechte Laune machend. Und dann ist da noch etwas. Das gleiche wie bei dem Nikotin auch. Dasselbe Viech. Die Gier nach mehr von diesen Belohnungen. Und eine zweite Pfeife würdest du vielleicht noch schaffen, danach wieder aufzuhören. Aber das ist schon sehr, sehr hart und sehr schwer. Aber nach der dritten ist es vorbei. Also bei mir war es zumindest so. Es kann schon sein, dass es Menschen gibt, die so viel Geld haben, dass sie halt so lange konsumieren können, dass sie es vielleicht schon selber schaffen, irgendwann mal wieder rechtzeitig die Bremse zu tätigen. Bei mir müsste es tatsächlich die Haft sein, sage ich schon fast. Ich habe zwar die Kurve gekriegt, weil ich wollte mir noch mehr Schulden aufbauen. Hey, ich habe das, was ich hatte, das musste verkaufen, damit ich meine Schulden abzahlen kann. Das war in den 90er Jahren, bevor ich verhaftet worden bin. Aber das war halt eine krasse Nummer, weißt du. Also Crack ist wirklich Finger weg davon. Was schleichender ist, das ist Heroin.
Heroin gibt da ein warmes Gefühl am Anfang, wenn du nicht spritzt, sondern wenn du rauchst das oder schnupfst das, dann gibt es da ein angenehmes, warmes Gefühl. Und wenn es jetzt nicht so extrem hochdosiert ist, dann hast du auch noch eine meistens aufputschende Wirkung auch noch mit dazu und du hast keinen Hunger. Das, im Gegenteil, solltest du was gegessen haben, und dann brichst du das vermutlich, weil der Magen rebelliert, der macht zu, da geht gar nichts mehr, der Darm auch, der bewegt sich nichts mehr. Du kannst auch nicht pinkeln, der Schließmuskel, der macht zu, da geht gar nichts. Gerade beim ersten Mal oder beim zweiten Mal ist das besonders heftig. Aber gleichzeitig hast du auch im Belohnungszentrum wieder dieses Wusch, weißt du, dieses geile Gefühl. Nur ist es, würde ich sagen, bei Heroin eher so wie nach einem Orgasmus. Ja, wenn du einen sexuellen Orgasmus hast, danach dieses wohlige Gefühl, wo du dich geborgen fühlst, so ungefähr ist es dann bei den Heroin. Aber du glaubst halt nicht, wie der Abtun davon ist. Ja. Ich habe euch ja den Entzug schon mal beschrieben, da ist richtig Horror. Da ist wirklich ganz krass. Ich treibe dir diese Gier um, die dich auch beim Kokain oder beim Nikotin umtreibt. Das richtige Gier, ganz krass. Ich möchte noch mehr davon. Und dazu kommt aber auch, dass du Schmerzen hast. In den Ellbogen, in den Knien, in den Beinen, in den Schienbeinen, in den Waden. Das ganze Skelett tut da weh. Schützt Optik ein bisschen, weil du riesige Kokillen hast, dir ist kalt, du frierst, aber gleichzeitig schwitzt du, dann hast du Dünfe für alles, was drin ist, kommt raus, von vorne und von hinten. Das stinkt alles wie Sau, der Schweiß stinkt auch ganz brutal, also es ist ganz ein anderer Geruch als normal, es stinkt richtig bestialisch. Und da, es dauert 3 Tage. Aber die Gier, die bleibt ja. Also, ich hätte gerne mal wieder so ein geiles Gefühl. Das bleibt ja im Kopf drin. Deswegen würde ich schon sagen, ja, auch Heroin macht beim ersten Mal abhängig. Wenn du eine schwache Persönlichkeit hast. Das liegt nicht an dir selbst, ob du weitermachst oder ob du aufhörst. Aber ich gehe davon aus, wenn ich mir die Szenen so anschaue, dass die meisten, die abstürzen, die Schwächeren sind von uns. Diejenigen, die sich nach Geborgenheit sehnen, nach Umarmung, nach Nettigkeiten, und der Welt ist nun mal eine harte Welt. Und viele packen das halt, die betäuben sich halt damit die Atemdrohung. Ja. Andere, die probieren es vielleicht einmal und dann erstmal kotzen gleich schon und wollen sie es nie wieder sehen, und das ist auch gut so. Wenn es ihnen dann doch gefällt, dann ist es halt echt ein Problem, weil das zweite, dritte Mal, das verschärft das Ganze wieder. Ja. Same bei Ecstasy. Einmal dieses Glücksgefühl, dieses hammerkrasse Glücksgefühl gehabt haben und wissen, wenn ich jetzt viel nehmen kann, ich dieses Glücksgefühl haben. Klar nimmt man das wieder. Das ist etwas, was beim ersten Mal tatsächlich abhängig machen kann oder süchtig machen kann, süchtig nach mehr, weil es halt so geil ist. Das Problem an Ecstasy ist halt nicht dieses geile Feeling, sondern dass halt Leute gierig sind und mit nicht genug kriegen davon. Den Ding nach, tagelang, wochenlang sind sie drauf, macht natürlich was kaputt im Kopf, vor allem wenn sie noch sehr jung sind, so mit 18, 19. Also da ist es halt schon gang und gäbe, wie smart ist einzupfeifen. Wie er damit vernünftig umgeht, denke ich mal, kann da schon mal Partys feiern. Mit einer Pille, die halt wir zu zweit vielleicht oder so, oder keine Ahnung, will dann eine mit einem moralen Apostel vorbeten. Ja, aber das ist halt auch so eine Sache, weißt du? Das ist ein künstliches Glück, das muss man einfach wissen. Das ist nicht echt. Und man neigt da dazu, Dinge zu erzählen, die man eigentlich für sich behalten würde, ganz innen drin, und man muss immer überlegen, mit wem man das nimmt. Wenn man halt Leuten dann geneigt ist, Dinge zu erzählen, die man ihnen eigentlich nicht sagen würde. Auch verletzende Sachen, weil in dem Augenblick verletzt ist ja nicht so richtig. Ne? Außer der andere ist nicht drauf. Egal, du musst so eine Erfahrung selber machen, wenn es schon meint, dann müsst das machen. Aber wenn, dann muss man auch wissen, dass jede Substanz beim allerersten Mal nehmen und schon abhängig machen kann. Nicht jeder macht das, weil nicht jeder auf alles anspringt. Wenn du zum Beispiel allein Koks nimmst und das gefällt dir nicht, dann kommt die Gier, aber das gefällt dir ja nicht, weißt du? Die Gier ist halt nur minimal. Interessiert dir nicht weiter. Nimmst es einfach nicht mehr.
Ja, aber wenn dir das gefällt, dann nimmst du es noch einmal und noch einmal. Es hält nur eine Viertelstunde oder so. Oder wenn es durch die Nase schnupfst und normales Koks, angenommen, du schnupfst durch die Nase und das gefällt dir und du machst es öfter, dann wirst du mit Sicherheit 1 Gramm am Abend vernichten. Und ich schwöre dir, nach diesem Gramm bist du nicht mehr Herr deiner Sinne, sondern du bist schon vollkommen fremdgesteuert und im Koks. Das steuert dich dann schon, dass du gierig bist und immer wieder nachlegen willst und dir halt den Kopf dann zurechtlegst, mal wie du dann das trotzdem alles schaffst, was du noch vor dir hast. Hast du Ziele am nächsten Tag nicht viel aufstehen vielleicht oder von mir auch erst in 2 Tagen, aber du hebst halt einfach was auf, dann bist du da auch wieder fit. Aber das ist ein Teufelskreis, verstehst? Du kommst dann immer so einfach raus. Und umso mehr man sich dort selbst belügt, umso mehr muss man sich da ja einsam machen und alleine machen, weil das Zeug ist ja teuer. Und man will ja nicht die ganze Welt versorgen, also nimmt man es allein. Das ist eine Ego-Droge. Und bis man sich versieht, hat man seinen Freundeskreis geändert, verbläst Kohle wie Sau, also Geld, haut's raus wie blöd und bildet sich auch einmal nicht größer, sondern man ist der Größte. Das ist aber wirklich eine Einbildung, das ist ja nicht echt. Aber die vielen Leute, die das nehmen, die glauben das nicht mehr, wenn man ihnen das dann sagt, weil diese Runde, die so vorgaukelt. Aber da wird es dann auch schon gefährlich, weil da ist man meistens dann auch schon so auf einer Stufe, dass man irgendwas machen muss, um das Geld reinzukriegen, weil es ja schon so teuer ist. Meistens nimmt man dann oder hält oder will einbrechen oder irgendwas in diese Richtung und dann bist du ja automatisch im Fokus von der Polizei. Früher oder später erwischen sie dich dann auch. Weißt du, aber dieser Gedanke, der ist dann ja auch dauernd präsent. Das heißt, im Hinterköpfchen hast du die ganze Zeit diesen Paranoia-Knopf. Und gepaart mit dem Adrenalin, das körpereigene, das eh ausgeschüttet wird, wenn man dauernd auf Panik ist und Angst hat, dann wird man erwischt, wenn man halt auch nicht mehr so gesund ausschaut. Man ist vielleicht schon blass, eingefallen im Gesicht, sehr schlank. Ja, die Nase läuft dann dauernd. Dann kann das schon sein, dass man die Polizei an einem vorbeiführt und in Bayern, ich hatte sie oft an einem vorbei, auch in München oder in Nürnberg oder in Augsburg, von immer mehr Streife vorbei, dann hat man halt schon immer ein komisches Gefühl. Und dieses komische Gefühl geht ja nicht von alleine weg und das Koks hält es dann auch noch am Leben und füttert das Ganze und schon hat man echt Angstzustände, die halt nicht so ohne sind. Ja. Also, am besten auch die Finger weglassen. Und vor allem, jetzt kommt das Allerbeste. Ich lese das ja manchmal auch im Internet. In England ist das so, dass die Polizei, wenn irgendwelches Hochprozentiges auf dem Markt ist, das tatsächlich auch als Warnung rausgibt. Und da haben sie wohl irgendwas mit 100% kleinen Koks geschrieben, was natürlich Quatsch ist. Ja, hochprozentig glaube ich aufs Wort. Und vielleicht auch doppelt so stark oder sowas. Es ist eh gefährlich. Wenn man es injiziert zum Beispiel, oder ja, wenn man Spritzkaffee dealt, das ist total gefährlich. Das sind zum Beispiel gewohnt 1 Zehntel, immer 1 Zehntel auf dem Löffel, die sind ja gierig, die denken doch nicht drüber nach. Da wird jedes Mal 1 Zehntel auf den Löffel geschmissen oder halbes, oder ich weiß nicht, wie viel das halt immer ist, so Messerspitze halt. Und wenn das Messerspitze halt plötzlich doppelt so stark ist, überlebt die das ja nicht, oder der. Es kann schon sein, dass dann ein Hirnschlag oder das Herz stehen bleibt oder die Lunge kollabiert, plötzlich stehen bleibt, das ist wieder alles taub. Der ganze Kopf wird taub, das Hirn wird taub. Weißt du? Also sehr hohe Dosierung habe ich ja schon mal ein Video darüber gemacht, wie sich dann der Hall oder Ton anhört, der Hall. Das liegt wohl daran, dass wenn man Sauerstoffmangel hat, dann beginnt man Echos zu hören. Ja. Also ich habe ein Video gesehen von einem Testpilot von der NASA, der hat erzählt, wenn wir Zentrifuge sind und in so einem Kreis fahren und das Gehirn dann ganz wenig Sauerstoff noch hat, hört man die Geräusche mit einem Hall. Und genau das ist dasselbe Hall, den man hört, wenn man eine hohe Dosierung Kokain spritzt. Oder wenn man einen großen Hit based, also einen Base, einen großen Stein oder den gekonnt geraucht, dann kriegt man ja auch einen richtig heftigen Schepperer ab, wenn nicht schon die Lunge vorgeschädigt ist und blöd. Ja.
Das kann mir nämlich auch passieren, wo ich mal mit der Franzi 50 Gramm wieder gemacht habe in einer Nacht, dann 2 Nächten, 2 Tage, also da war richtig durchgemacht dann. War das so, sie ist nach Hause gefahren, ich habe auch schon nichts mehr gehabt, aber nur noch ganz, ganz wenig und wollte ins Bett gehen her und habe eine Orange gegessen und die Säure von der Orange hat hinten in meinem Rachen das Abgelagerte noch einmal gelöst. Ja, und im Runterschlucken ist das nicht mehr eingefallen. Da hatte ich einen richtigen Kick und dann war ich wieder gierig und wollte wieder weitermachen, weil ich habe gerade Folie gebraucht gehabt zum Runterkommen. Aber peng, war der Kick daher und schon war ich hier wieder da. Das ist furchtbar, ehrlich. Ich habe da gar keine Lust gehabt, eigentlich so viel zu konsumieren, aber die lässt einen nicht mehr aufhören. Jetzt sind Finger weg von dem Scheißzeug her. Ehrlich, alles, was Pulver ist, kannst du sagen, ist etwas, was sehr gefährlich ist, wo man nie die Dosierung vorher weiß, wie stark das ist. Und es macht am Ende ja doch abhängig, weißt du. Es ist immer sehr schleichend, aber man gewöhnt sich ja schnell. Man kauft ja 1 Gramm, zum Beispiel ein Speed, kaufst du 1 Gramm. Aber das Gramm musst du ja irgendwie auch verkonsumieren. Aber wenn es weg ist, dann ist es weg. Dann bist du aber auch mindestens da, bist dann schon abhängig mehr an. Deswegen ist es besser, da auch die Finger davon zu lassen. Beim E-Teil, in Berlin gibt es ja bald Drug-Checking, das finde ich richtig gut. Da kann man das testen lassen. Und wenn man dann das vorhat, dann am Wochenende oder so, dann lässt man es rechtzeitig testen und man weiß, was da wirklich drin ist und wie viel da drin ist und kann es dann auch gezielt einnehmen und braucht dann keine Angst haben vor einer Überdosierung. Weil dann ist die Angstsache auch schon mal raus aus dem Ganzen. Das ist auch nicht schlecht, wenn man das schon mal vorher weiß. Bei LSD zum Beispiel wusste ich es gar nicht, wie viel das ich zum Beispiel wenn man das jetzt in flüssiger Form kriegen würde oder in kristalliner Form, ich wusste nicht, wie viel das ich nehmen müsste. Weil wir die Fleischblätter früher ja auch blind genommen haben. Oder Mikros oder Gelatine, wussten wir, sind stark oder sind nicht so stark. Aber wie viel das da drin ist, keine Ahnung. Was da wirklich drin ist, auch nicht. Von daher finde ich das super, dass man auch das testen lassen kann und dann halt eben weiß, was man kriegt. Ja? Und dann es auch gezielt einnehmen kann. Das sind zum Beispiel Drogen, wo ich sagen würde, okay, das ist auch wieder Partydroge, da kann man gleich drüber reden. Ob man dann nicht auch so von staatlich Abgabenstellen, ich denke mal die Firma Merck oder Bayer, die hätten gar kein Problem, das herzustellen. Und dann hätten wir das in super reiner Qualität für Erwachsene zum Gleichnehmen oder sowas in einem Club oder in der Apotheke vom Haus. Das ist ja egal wie. Nur halt weg vom Schwarzmarkt. Weil die richtig krassen Sachen wie Koks und Heroin, also echt Crystal und Koks, wüsste ich nicht, was man da als Alternative anbieten könnte. Vielleicht eine Amphetamin aus der Apotheke auch, sodass dieses Putschen da und Klare im Kopf da ist, damit man das besser bekämpfen kann. Ja. Vielleicht gibt es auch irgendwas auf Kokainbasis, was das ein bisschen schöner verlängert und dann das Körperliche ein bisschen rausnimmt. Und wir brauchen dringend mehr Therapie, nicht für die Hardcore-abhängigen Menschen, dass man denen auch helfen kann. Und bei der ganzen Rentendebatte zum Beispiel vergisst man ja auch die ganzen Ex-Junkies und ich glaube es ja vielleicht in der Zeit, wo ich drauf war, das sind 10 Jahre, dass ich da irgendwie großartig viel gearbeitet habe. Ich habe gearbeitet der Zeit lang, aber glaubt ihr, dass die ganzen Junkies, die ich da so auf dem Weg kennengelernt habe, dass da einer großartig Rentenbeiträge gezahlt hat? Ich meine, es leben auch alt, manche davon, die keine Überdosis haben. Ja? Viele machen sich ja eine Überdosis Heroin, weil sie verzweifelt sind. Die machen das, weil sie halt schon wieder nicht geschafft haben, aufzuhören oder sowas und genau wissen, dass es hart ist und so weiter, wird sie unweigerlich in der Gosse landen werden. Obdachlos. Das passiert. Früher oder später, wenn man nicht rechtzeitig die Kurve kriegt. Die Angebote sind da, man muss sie nur annehmen. Ja. Ich weiß, Therapie ist nicht so ohne. Aber
Aber zumindest ist die Angebote erstmal entgiften und unterstützen, weil die mit dem Drogenberater sprechen. Und man muss ja nicht sofort auf Therapie rennen, aber schlecht wäre es halt nicht, dass man sich das einmal gibt. Vor allem, wenn man weiß, aus welchem Grund das man macht. Und wenn man sich die ganzen Leute so anhört, da gibt es hier auf YouTube jemanden, der ganz gute Videos hat. Ich habe ihn einfach frecherweise am Ende von diesem Video verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn ihr draufklickt und euch das mal anschaut. Den sein Kanal, der interviewt Leute auf der Straße und die meisten davon sind natürlich Junkies, Alkoholiker oder eben Crackheads. Ich würde noch mal ein paar Crystal-Leute interessieren. Aber du siehst es den Menschen an und du hörst es aus ihren Geschichten raus. Die meisten wollen nur oder hätten nur gebraucht damals als das, was ihnen passiert ist. Passiert ist eine Umarmung und Wärme und Hilfe. Verstehst du? Die haben alle einen Auslöser, warum das sie dann da weitergemacht haben. Natürlich ist es einfach zu sagen, ja, man hat es mir angeboten und falscher Umgang. Am Ende ist es der falsche Umgang, klar, wenn man die Leute kennt, aber man ist ja selber schuld, wenn man da bleibt und hinterher weggehen kann. Ja, sobald man einen kennenlernen, weil der ist drauf, dann muss man den Kontakt abbrechen, wenn man clean bleiben will. Fertig. Also das lernt man auch, wenn man auf Therapie ist, leider. Und da muss man auch sehr hart sein dann. Und dann lernt man halt drin, härter zu werden. Weil wir den Junkies sind meistens weiche Menschen. Die meisten von ihnen wollen einfach nur Harmonie haben. Ja. Und es gibt ihnen das Heroin auch. Leider ist das Zeug aber immer so gestreckt mit irgendeinem Scheißdreck, dass man halt auch irgendwelche anderen Tabletten meistens mit konsumiert, die halt auch Nebenwirkungen haben. Und wenn da welche dabei sind, die psychische Nebenwirkungen haben, ist das auch ein Problem. Die Leute wissen das ja nicht, dass sie sich das auch noch mit reinspritzen. Und wenn sie mal eine andere Quelle herkriegen, dann wirkt das Heroin zwar, aber die anderen Wirkstoffe sind halt nicht da. Und das muss man ja entziehen. Und das macht halt im Kopf auch irgendwelche Sachen kaputt. Weißt du, es ist nicht gesund. Das ist halt schon ein Problem. Und die, glaube ich, die meisten könntest du erreichen, wenn du sagst, okay, ich gebe dir das Schere und ich gebe dir das gleich für eine Woche mit. Da muss man halt denjenigen auch immer wieder kontrollieren, mit den Kontrollen, aber da muss halt nicht jeden Tag zweimal antanzen. Als Junkie musst du zumindest zweimal antanzen, wenn du da so eingestellt bist auf das Zeug. Aber das Gute ist halt, dass du dann in einem reinen Raum sauber, dass Ärzte da sind etc. pp. Aber ich finde halt das schon gut bei Leuten, die lange genug dabei sind, dass sie es dann auch mitkennen. Take home. Ja. Anderes Thema. Ich komme bei diesem Thema leider auch immer sehr schlecht drauf, weil damit ist halt einfach nicht zum Spaßen. Ja, es gibt nur wenige, die Opium rauchen können und genug Opium haben, dass sie halt nicht großartig sein müssen. Aber wieder der draufkommt auf Edge. Der braucht immer gutes Material und da versuchen einfach irgendwann die Quellen und dann hast du ein Problem, dann musst du einen Scheiß nehmen, der ist ein teuer und du brauchst viel davon und du musst immer nur so einen Dreck mit dann konsumieren. Egal welche Substanz einem da in den Kopf kommt, egal welche, was einem gefällt. Der Trieb, das immer wieder zu nehmen, ist dasselbe Trieb wie der sexuelle Trieb. Ja. Wenn man alter ist, dass man halt mit jemandem Sex hat, dann ist das halt etwas, was man wieder haben will, was einem gefallen hat. Und genau dieser Antrieb, dieselbe Triebfeder ist das bei den Drogen auch. Man möchte es immer wieder haben, wenn es einem gefallen hat. Ist es also nicht gefällt oder nicht gefallen hat, dann ja, shit happens, dann lasst es halt auch. Dann lasst es halt nicht nochmal. Okay Leute, das war's dann für heute. Peace out. Und Finger weg von Drogen. Und Finger weg von Drogen.